Herzlichen Glückwunsch. Sie haben einfallsreiche, innovative Ideen konzipiert. Sie setzen neue Akzente. Deshalb wurden Lisbeth Fischbacher und Daniel Hoheneder nun mit dem Münchner Gründerpreis 2017 ausgezeichnet. Ein schönes Gefühl. Ja, Wahnsinn. Also wir freuen uns sehr. Es ist unbeschreiblich. Einfach großartig. Wirklich super. Das junge Gründerteam aus der Max-Vorstadt hat mit seiner Firma Flissade quasi eine fließende Fassade kreiert. Durch bewegliche Gebäudehüllen können Wohnräume noch besser genutzt werden. Wir machen eigentlich diesen Balkon auch ganzjährig nutzbar als Wohnraum und als Lebensraum. Und das ist eigentlich der ganz entscheidende Vorteil, dass ich einfach diese Fläche, die mir bei schlechtem Wetter oder im Winter einfach komplett verloren geht und einfach verkommt, mehr oder weniger, dass wir diese Fläche wirklich zu Hochqualität vollen Wohnraum wandeln können. Technisch ist es eigentlich ganz einfach. Also es schaut so aus, als würde man Schiebetüren von hinten nach vorne verfahren. Wenn man dann aber das genauer betrachtet, ist es natürlich schon relativ komplex, weil wir haben auch den Anspruch, dass wir einen wandelbaren Raum erzeugen wollen. Das heißt, es soll Innenraum und Außenraum zugleich sein, also auch vollwertiger Innenraum, vollwertiger Außenraum, sodass wir hier natürlich auch mit Dämmung und Abdichtung arbeiten und die Schiebetür natürlich an beiden Positionen, also sowohl in der Innenstellung als auch in der Außenstellung, absolut dicht sein müssen. Mit ihrem neuartigen Flächenkonzept bekam Flissade schon am 14. September den Bayerischen Gründerpreis in Nürnberg. Die zweite begehrte Trophäe in München hat die Stadtsparkasse in diesem Jahr Ebru und Erol Kainak verliehen. Ihr Zauberwort heißt Bio-Snacking. Ihr Unternehmen MyChipsBox punktet mit veganen und glutenfreien Chips ohne künstliche Aromen und Geschmacksverstärker. Ja, die Stadtsparkasse München hat uns von Anfang an unterstützt. Das ist jetzt auch so ein Stück weit eine Anerkennung, eine Auszeichnung für all die Mühen, die wir zusammen durchgegangen sind. Da freuen wir uns sehr. Ausgerechnet im Werksviertel, wo früher Kartoffelknödel produziert wurden, hat MyChipsBox seinen Firmensitz. Die Produkte des jungen Unternehmens werden bereits erfolgreich über den Lebensmitteleinzelhandel und über den eigenen Onlineshop vertrieben. Bei uns gibt es die Chips immer in der Box, in der Chipsbox. Also es ging eigentlich im Regal los. Also wir waren einfach unzufrieden mit der Industrie, mit der Produktvielfalt, die gerade einfach auf dem Markt ist. Und wir wollten einfach Chips selber machen. Im Gründungsteam ist Frau Kainak als Lebensmitteltechnikerin für die Qualitätsstandards verantwortlich. Herr Kainak ist Diplomkaufmann und für Finanzen, Controlling und Vertrieb zuständig. Ja, wir stocken unser Team jetzt auch groß auf, wollen weiter Produktentwicklung betreiben, neue Produkte in den Markt bringen, vertrieblich wachsen, Export angehen. Das sind so die Themen. Wir wollen unseren Gemüse selber anbauen. Der Münchner Gründerpreis ist die lokale Auszeichnung des Deutschen Gründerpreiswettbewerbs. Und die Kunden der Stadtsparkasse München sind auch regelmäßig bei den überregionalen Prämierungen im Gründerpreiswettbewerb erfolgreich. Sollst du noch ein bisschen?